Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Blender-Tutorial von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen unglaublichen orangenen Hexagon ganz leicht in Blender erstellen könnt. Also, ich würde sagen, los geht's. Zuerst möchte ich natürlich anmerken, dass ich euch die Screencast-Keys wieder angemacht habe. Das bedeutet, ihr könnt sehen, was ich auf meiner Tastatur so drücke. Wir fangen an, hier oben einmal einen Zylinder zu erstellen, indem wir einfach auf Zylinder klicken und dann hier unten auf Vertices eine 6 daraus machen und einmal Enter drücken und schon wäre der schwierigste Teil eigentlich schon echt geschafft. Jetzt werden wir das Ganze scalen und zwar auf der Z-Achse, also erstmal gehe ich hier in den Orthographic Mode und dann S und Z und dann move ich mir das Ganze hoch, dass es ungefähr auf der Linie ist. Das haben wir jetzt auch gerade noch so hinbekommen. Jetzt kommt noch ein etwas schwieriger Teil und zwar werden wir jetzt hier ein Material zuweisen. Einfach mal hier Matt Hexagon nennen wir das Ganze. Wir gehen mal in den Cycles Render dafür und hier usen wir mal die Nodes und dann wählen wir uns eine orangene Farbe. Wichtig ist, dass ihr wirklich eine orangene Farbe wählt. Ich gehe hier mal ganz kurz auf Material. Ich habe es noch nicht mit anderen Farben getestet, aber mit Orange funktioniert es definitiv. Das kann ich euch sagen. Und so sieht das schon recht gut aus. Gut, dann werde ich jetzt das Render-Setting vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder, wie das Ganze gerendert aussieht. Ich finde, das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Wenn ihr eventuell rausgefunden habt, wie man dieses Hexagon noch in andere Farben bekommt, schreibt es ruhig gerne mal in die Kommentare. Das würde mich echt mal mega interessieren und ich schätze mal die Community auch. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und vergesst bloß nicht, den Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, macht es gut, Leute. Ciao.